Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Eine große Folgeerkrankung bei Diabetikern ist, dass sie Nierenprobleme kriegen. Und das in einer statistischen Relevanz von über 50%. Und das haut mich ja fast um. Und ich frage mich einfach, ja, muss man das einfach akzeptieren? Ist das einfach so? Muss ich damit leben? Oder kann ich was dagegen tun? Das möchte ich heute wissen von einem Diabetologe, der über mehrere hundert Studien schon darüber gemacht hat und einen Weg gefunden hat, dass es eben nicht zu dieser Folgeerkrankung kommt. Ich rede heute mit Professor Dr. Dr. Andreas Pfützner und nach dem Intro nehme ich Sie mit auf diesem Weg. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder und da ist er, lieber Professor Dr. Andreas Pfützner. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo Alexander, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich bin ja gespannt, wie die Lösung aussieht. Aber fangen wir zuerst, glaube ich, mal an. Wie kommt es zu dieser Folgeerkrankung, oder? Ja, gut, zu den Folgeerkrankungen kommt es natürlich vor allem auch, weil wenn der Blutzucker schlecht eingestellt ist. Aber das ist nicht der einzige Grund. Es gibt eben noch mehr. Man hat ja auch festgestellt, es muss ja einen Grund geben, warum sowohl Patienten mit Typ 1 als auch Menschen mit Typ 2 Diabetes eine solche Folgeerkrankung entwickeln. Und das hat jetzt nicht unbedingt nur was mit der Qualität der Blutzuckereinstellung zu tun. Und darüber möchte ich heute gerne mal reden und auch, was man aus diesem Wissen heraus als therapeutische Maßnahme ableiten kann, die auch tatsächlich funktioniert. Zumindest in unserer Klinik bieten wir das jetzt regelmäßig an und darüber würde ich gerne mal reden. Um damit anzufangen, sollte man sich noch einmal erinnern, welche Wirkungen hat denn das Insulin im Körper? Also man weiß, dass es in der Bauchspeicheldrüse, in den sogenannten Beta-Zellen gebildet wird und dass es ein Schlüsselhormon des Körpers ist. Man weiß auch, dass der Zucker, der von den Zellen für die Energiegewinnung benötigt wird, dass das so also der Treibstoff ist für den Körper und dass der mit dem Hilfe des Insulins Ich arbeite nämlich immer noch dran, dass du im Intro gesagt hast, mental, dass es dazu gar nicht kommen muss. Das kann ich nicht verhindern, dass es dazu kommt. Ja, das wirst du mir jetzt schon erklären. Ja, okay, alles gut. Ja, okay, gut. Dann fange ich hier nochmal an. Nee. Also, Entschuldigung, jetzt. So, da haben wir. Ja, da sollte man sich vielleicht doch am Anfang nochmal klar machen, was denn das Insulin im Körper eigentlich macht. Wir wissen, dass es von der Bauchspeicheldrüse gebildet wird, von den sogenannten Beta-Zellen und dass es ein Hormon ist mit wichtigen Schlüsselfunktionen im Körper. Und wir wissen auf der anderen Seite, dass ja der Zucker, der Energieträger, also gewissermaßen unser Treibstoff ist, der muss erst einmal zu den Zellen gebracht werden. Das übernehmen die Blutgefäße und der Blutkreislauf. Und die bekannte Hauptwirkung des Insulins ist, dass es gewissermaßen den Schlüssel für das Schloss bildet, wo dann die Tür aufgeht und der Zucker kann in die Zelle rein, wobei das ein aktiver Transportprozess ist und nicht, wie man sich das häufig so vorstellt, so eine passive Diffusion oder ein passiver Fluss. Aber auf jeden Fall, Insulin sorgt dafür, dass der Zucker in die Zellen kommt. Was man weniger weiß oder was weniger bekannt ist, ist, dass es aber nicht nur Insulinrezeptoren im Stoffwechsel gibt und an den Zellen gibt, sondern es gibt auch Insulinrezeptoren an den kleinen und großen Blutgefäßen. Und da hat Insulin überhaupt nichts mit der Zuckeraufnahme zu tun, sondern die Anbindung von Insulin an diesen Rezeptoren sorgt dafür, dass ein Stoff ausgeschüttet wird, der die Gefäße weitstellt. Der Stoff ist ein Gas, Stickoxid, das wird ausgeschüttet. Das schützt auch gleichzeitig noch die Wände vor dem oxidativen Stress, der nach einer Mahlzeit immer auch im Blut zu finden ist. Das ist ein starkes, chemisch gesehen ein starkes Reduktionsmittel. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass Insulin macht die Gefäße weit und sorgt dafür, dass die ganzen Organe viel besser durchblutet werden, insbesondere wenn wir Nahrung aufgenommen haben und eben die Energie dahin transportiert werden muss. Ja. Entschuldigen Sie die ganz kurze Unterbrechung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aber wir möchten Sie gleich teilhaben lassen an einem kleinen Ausschnitt von einer besonderen Sendung, die wir kurz zusammengefasst haben. Und wenn Sie die ganze Sendung dann auch schauen möchten, dann finden Sie in der Beschreibung unten jeweils den entsprechenden Link. Viel Spaß! Nach dem, was wir hier 3 Jahre durchgemacht haben, haben wir eine Menge an Entzündungslast in einem Körper. Und durch diese Entzündungslast entstehen also massive Durchblutungsstörungen auf
Gefäßebene. Die OHT ist eine Maßnahme, die bei allen chronisch entzündlichen Prozessen eine ganz große Rolle spielt. Das merken wir eben auch, dass die Last, die toxische Last dadurch deutlich minimiert wird. Sie holen sich Stück für Stück wieder ein Stück Gesundheit dadurch zurück, ne? Also insgesamt sorgt das Insulin dafür, dass die Nährstoffe wirklich richtig schön in die Gewebe kommen und gleichzeitig, dass sie auch noch in die Zellen reinkommen. Also wunderbar perfekte Arbeit, die das Hormon leistet. Und wenn es die Arbeit gemacht hat, dann wird es eben über die Niere wieder abgebaut und ausgeschieden. Mhm. Das ist so das, was wir zum Insulin sagen können. Was eher nicht so in den Lehrbüchern steht, was aber wichtig zu wissen ist, dass die Bauchspeicheldrüse das Insulin nicht in solchen langsamen Flüssen ausschüttet. Man findet das ganz oft in Lehrbüchern, dass nach dem Essen das Insulin hochgeht und wieder runtergeht. Das suggeriert, dass das wie so eine Art Steady Flow ist, also stabiler Fluss ist. Das ist es aber gar nicht. Ja? Das Insulin wird ja in den Zellen, in den Beta-Zellen gespeichert und das wird dann ausgeschüttet. Und das ist eine Ausschüttung, die eben nicht im gleichmäßigen Fluss passiert, sondern etwa alle 6 Minuten entlässt die Bauchspeicheldrüse eine gewisse Menge an Insulin und die wabert dann wie so eine Welle durch den Körper. Man nennt das Pulsen. Das ist ein Puls, der da kommt, ja. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nach einer Mahlzeit mehr Insulin brauchen für den Stoffwechsel, dann ist das nicht so ein Steady Flow, der hoch und runter geht, sondern die Pulsatilität bleibt dabei erhalten. Ja, aber schneller. Sie hat immer die gleiche Frequenz. Alle 5-6 Minuten. Alle 5-6 Minuten, also eine Frequenz von 10 Hertz, wie man das in der Physik jetzt ausrechnen würde. Ja. Und natürlich muss das einen Grund haben, weil diese Pulsatilität hat keinen eigentlichen Einfluss auf die Blutzuckerwerte. Das sieht aber so aus, das stammt aus einer Messung, die mal im Jahr 2009 publiziert wurde. Also wirklich alle 6 Minuten gibt es da so einen Peak oder so eine Spitze an Insulinkonzentration im Körper. Die aber, und das ist durchaus nicht wenig, das entspricht ungefähr 2 bis 3 Einheiten Insulin, die man sich intravenös spritzen würde. Und das hat eine kräftige blutzuckersenkende Wirkung. Das passiert aber gar nicht. Und einer der Gründe ist, es gibt ein Gegenhormon zum Insulin, das Glucagon, das wiederum die Insulinwirkung bremst und den Zucker nach oben treibt. Und das wird interessanterweise auch gepulst, aber um 180 Grad Phasen verschoben. Also die Bauchspeicheldrüse macht gewissermaßen immer die gegensätzliche Wirkung, sodass der Blutzucker insgesamt gesehen neutral bleibt. Aber was ist dann die Wirkung von diesem? Ich meine, der Körper macht nichts ohne Grund. Ja? Und es ist so, dass man weiß mittlerweile, dass diese schnellen Konzentrationsveränderungen für Insulin dafür sorgen, dass die Insulinrezeptoren an den Gefäßen, dass die empfindlich bleiben. Dass die also wirklich auch auf das Insulin reagieren und das mit einer gewissen Empfindlichkeit. Und das ist der Sinn, einer der bekannte physiologische Sinn dieser Pulsatilität. Gibt sicherlich noch andere, aber das ist eigentlich einer, der sehr bekannt ist. Aber noch schnell eine Frage, weil das mein Weltbild gerade jetzt ein bisschen anders ausgesehen hat. Ich dachte immer, nach dem Essen wird so viel Insulin ausgeschossen, dass ich nachher der Blutzucker richtig runterfällt und ich müde werde. Nein, das sind jetzt mehrere Sachen, die du da durcheinander bringst. Der Hauptgrund, warum man müde wird, ist, dass tatsächlich während des Verdauungsprozesses sich viel mehr Blut in Richtung Darm und Magen und Darm bewegt, um dort seine Wirkung zu entfalten. Also diese Organe werden viel besser durchblutet, wodurch natürlich dem Gehirn auch eine gewisse Blutversorgung und Sauerstoffversorgung entzogen wird. Und deswegen wird man vor allem müde, ja. Und das kann man übrigens auch aktiv bekämpfen, indem man sich sportlich bewegt. Das heißt nicht umsonst, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Ja? Das sind tatsächlich die beiden Mechanismen, mit denen man dagegen angehen kann. Aber ja, das Blut ist in dem Moment halt vor allem in den Organen. Und der Zucker, der wird ja nur so weit gesenkt, dass er nicht schädlich ist. Also von sich gesehen produziert dein Körper ja keine Unterzuckerung. Also ja, Blutzucker ab 180 Milligramm pro Deziliter, das ist so die Konzentration, ist tatsächlich physiologisch gesehen eine Konzentration, die Gefäße reizt. Mhm. Also versucht der Körper das natürlich zu vermeiden und den Zucker möglichst aggressiv und schnell zu senken, dass er eben nicht über diesen Wert geht. Und das ist ja auch der Grund, warum wir in der Diabetestherapie versuchen wollen, unsere Blutzuckerwerte auch nach dem Essen möglichst unter 180 zu halten, weil ab 180 wird Zucker einfach zum Zellgift. Mhm. Ja? Und wenn das dann ständig auf
die Gefäßwände einwirkt in diesen hohen Konzentrationen, dann ist das auch kein Wunder, dass wir eben auch Gefäßreaktionen, Atherosklerose und solche Sachen entwickeln als Konsequenz einer schlechten Diabeteseinstellung. Aber du weißt schon, dass ganz viele Ernährungsberater das anders erklären gerade, nach dem Essen, wie das Insulin explodiert und letztendlich den Blutzucker so weit reduziert, dass ich nachher Mittagsschläfer mache. Das ist jetzt völlig logisch für mich, was du erzählst. Ja, also aber ich war auch falsch getrimmt. Hä? Was heißt falsch? Es gibt sicherlich ganz viele Erklärungsansätze. Das ist der, der mir am logischsten erscheint und den ich auch verstehe und den ich auch gern deswegen weitergebe. Heißt aber nicht, dass ich der allumfassende Träger der Weisheit bin. Ja? Na, ich sehe es ja auch. Meine Glykogen und Insulin, das ist ja wieder ein Phänomen, wie der Körper immer wieder die Balance sucht. Hä? Er sucht die Balance natürlich und er findet sie auch. Es gibt ja zum Beispiel, vielleicht soll ich kurz erwähnen noch, fangen wir mal erst mit der Niere an und gehen dann nochmal auf die pathophysiologischen Sachen über. Also die Niere selber, die hat ja die Aufgabe, das Blut von Gift und Substanzen zu reinigen, die wir nicht brauchen, also von Abfallstoffen. Und dafür wird sie ungefähr am Tag so 300 Mal das gesamte Blutvolumen filtern, das wir im Körper haben. Das ist ihre Aufgabe, ja. Und da werden eben verschiedene Stoffe in den Urin abgegeben. Da gehören Abfallstoffe dazu, ja, Harnstoff, Harnsäure, Kreatinin, Salze oder eben auch Rückstände von Medikamenten. Da werden in der ersten Runde aber auch erst einmal Sachen rausgefiltert, die wir noch brauchen können, zum Beispiel Glucose selber. Mhm. Ja. Die werden dann aber wieder rückresorbiert. Ja, und über diesen Mechanismus kann der Körper auch steuern. Habe ich es genug, dann brauche ich das nicht, dann lasse ich das raus. Ja? Habe ich nicht genug, dann hole ich es mir zurück. Eigentlich hat die Niere bei der Glucose die Aufgabe, sie zurückzuholen. Es ist ja unser Energieträger. Aber ab einem Wert von 180, das ist auch gleichzeitig die berühmte Nierenschwelle, das ist ungefähr so, und es ist nicht ein stabiler Wert, sondern das ist einfach nur so ein ungefährer Wert. Ja, bei manchen Patienten ist es mehr, bei manchen ist es weniger. Aber ab diesem Wert findet man plötzlich Zucker im Urin, weil die Niere sagt, weil die Niere die Information hat, wir haben genug Zucker, wir brauchen jetzt keinen. Wenn wir jetzt noch mehr haben, wird er ja sogar schädlich, also raus damit. Ja, also die Niere hat so ein Entscheidungsmaß, ja, was lässt sie drinne, was holt sie raus, und das ist ja auch der Grund, warum man im Altertum Diabetes über den süßen Urin diagnostiziert hat. Diabetes mellitus heißt ja übersetzt honigsüßer Ausfluss, ja. Und Gott sei Dank haben wir heute etwas subtilere diagnostische Kriterien, sonst müssten wir Ärzte immer noch den Urin abschmecken, ob er süß ist oder nicht, und das haben wir Gott sei Dank nicht das Problem. Das ist aber auch das historische Problem der Erkrankung, dass sie über ein Symptom, nämlich den erhöhten Blutzucker, überhaupt nur diagnostizierbar war. Und deswegen bezeichnen wir sie ja auch als Zuckerkrankheit, ja, obwohl wir das ja schon jetzt ganz oft diskutiert haben, dass beim Typ-2-Diabetes ja eigentlich der Zucker nur ein Symptom ist und gar nicht die Krankheit. Aber das soll mal heute jetzt nicht das Thema sein, sondern wir wollen uns ja heute mal über die Niere unterhalten. Und es gibt noch ein paar andere Funktionen der Niere. Sie reguliert auch den Wasser- und den Salzhaushalt im Körper. Sie hilft bei der Produktion der roten Blutkörperchen. Sie hilft bei der Produktion von Vitamin D zum Beispiel. Das sind nur einige ihrer Aufgaben, die sie erfüllt. Aber wenn die Niere geschädigt wird, dann werden auch diese Funktionen häufig mit betroffen. Weswegen wir dann eben in diese komplexen Krankheitsbilder gerade bei Menschen mit Typ-2-Diabetes reinrauschen. Wie entsteht denn jetzt die diabetische Nierenerkrankung? Und in den Lehrbüchern steht, das ist diese konstante Einwirkung des hohen Zuckers. Und das möchte ich gerne modifizieren, weil das ist es alleine nicht. Die diabetische Nephropathie ist eine Nierenerkrankung, ja, die als Komplikation bei Menschen mit Diabetes auftreten kann. Und es ist viel entscheidender, dass es zum Ausfall der Insulinwirkung an den kleinen Gefäßen kommt. Das ist eigentlich die Hauptursache. Wenn dann der Zucker hoch ist, dann geht's einfach nur viel schneller. Weil wir haben schon, oder es gibt schon Patienten, die lang genug Diabetes haben, die immer super gut eingestellt waren, was den Blutzucker angeht, die trotzdem diese Spätschäden entwickeln. Und das hat überhaupt jetzt gar nichts mit dem Zucker alleine zu tun. Sondern es ist die Tatsache, dass die Gefäße nicht mehr aufs Insulin reagieren. Wir nennen das die vaskuläre Insulinresistenz, ja. Und die wird halt leider nicht behandelt.
Ja, es gibt wenige Sensitizer, die da tatsächlich was unternehmen und was erwirken können. Das sind die Glitazone. Die sind aus anderen Gründen, aus politischen Gründen in der Therapie, zumindest im deutschsprachigen Raum, aber gar nicht so stark vertreten wie in anderen Ländern. Also da hat man dann durch Zufall ein Medikament, das unter anderem auch die Niere noch mit behandelt. Ja, aber es ist eigentlich nicht in unserem Fokus, dass es überhaupt eine vaskuläre Insulinresistenz gibt. Mhm. Das ist aber mittlerweile nachgewiesen, auch in der Literatur kann man das sehr gut nachlesen mittlerweile. Und es kommt aber zur Schädigung der kleinsten Blutgefäße. Die werden dadurch, ich mache es mal einfach, durchlässiger. Und plötzlich werden auch Stoffe ausgeschieden in den Urin, die wir eigentlich behalten wollen. Da gehören vor allem Eiweiße dazu, vor allem auch das Eiweißalbumin, also ein wichtiger Transportkörper in unserem Blut, mhm, der für ganz viele Transportfunktionen zuständig ist, den wir immer behalten wollen eigentlich. Ja? Auch den findet man plötzlich im Urin und da hat man schon ein gutes Diagnosekriterium. Wenn man Albumin im Urin hat, dann spricht das dafür, dass die Niere geschädigt ist und das kann dann entweder eine Diabetes sein oder aber, wenn es mal was Akutes ist, auch eine Niereninfektion kann mal eine solche Albuminurie, also Albumin im Urin, Albuminurie induzieren. Ja? Eine Möglichkeit. Ja? Die diabetesbedingten Veränderungen führen jetzt dazu, dass neben diesen Phänomenen auch die sonstigen Funktionen der Niere sich verschlechtern. Und wenn das so im Gesamtbild passiert, dann sprechen wir eben von der Niereninsuffizienz, der unzureichenden Wirkung oder dieses Organs Niere. Ja? Die Niereninsuffizienz auf der anderen Seite ist ein Problem. Hier mal ein paar Fakten dazu. Ja, sie ist heute in Deutschland zumindest die häufigste Ursache für chronisches Nierenversagen und kann auch bis zum Tod führen. Sie ist eine der häufigsten Diabetes-Komplikationen. Du hast es im Intro erwähnt. Etwa 40% der Patienten mit Typ 1 und Typ 2 Diabetes entwickeln im Verlauf des Diabetes einen Nierenschaden. Und die Erkrankung wird eben durch die Messung der Albuminkonzentration im Urin, aber es gibt auch Laborparameter im Blut. Ich selber bevorzuge einen Funktionsparameter für die Bestimmung der Nierenfunktion. Das ist die sogenannte glomeruläre Filtrationsrate. Was muss man sich darunter vorstellen? Das ist die Menge an Blut, die die Niere innerhalb von einer Minute reinigen kann. Mhm. Und da kann man bei meinen Patienten, die ja auch alle ins höhere Lebensalter jetzt tendieren, da sollte ein Wert über 60 Milliliter sollte drin sein, dann sagt man, okay, die Niere funktioniert noch einigermaßen. Die Nierenfunktion wird im Alter immer schlechter, das ist auch bekannt. Ein junger, gesunder Mensch hat Werte über 90 bis 100. Ja. Aber auch wenn ein 70, 80-Jähriger eine GFR von über 60 hat, ist das noch völlig in Ordnung. Auch wenn wir dann schon von einer Niereninsuffizienz im Stadium 2 sprechen. Aber insgesamt hat man hier eine ganz gute Gradeinteilung, die ist auch international akzeptiert, sodass man sich auch mit Kollegen über dieses Phänomen austauschen kann. Ja. Bei fortschreitender Krankheit kommt es dann zu einem Nierenversagen, das eben eine Dialyse-Notwendigkeit mit sich bringt. Also das sind diese Blutwäsche, das wird ja heute in Zentren gemacht, wo dann die Menschen dreimal die Woche hingehen, um sich das Blut waschen zu lassen. Ein sehr belastender Vorgang auch ohnehin. Also ich habe einige Patienten, die das leider machen müssen, ja, die erzählen schon, dass sie da sehr drunter leiden, auch vor allem, weil man ja praktisch nicht keinen Urlaub mehr machen kann. Ja. Es gab dann mal auch mal so ein paar Ideen, so Feriendialysen zu machen. Ja. Ich selber hatte mal die verrückte Idee, ein Kreuzfahrtschiff auf dem Nil mit Dialyseplätzen auszustatten, damit Patienten eben kommen und einen Ägyptenurlaub machen können. Das war allerdings zu der Zeit so gegen Ende von Präsident Mubarak, wo es dann doch politisch so unruhig wurde, dass wir von der Idee Abstand genommen haben. Aber also da diese Feriendialyse-Einrichtungen, da gibt es kaum welche, ist einfach eine sehr belastende Situation, dass man quasi nicht, weil man muss alle 2 bis 3 Tage einfach diese Blutwäsche machen, damit man überleben kann. Ja, was für Therapiemöglichkeiten haben wir? Und die aktuelle Therapie, also eigentlich gibt's keine, ja. Die aktuelle Therapie zielt auf eine Schadensbegrenzung hin. Man versucht, den Patienten so früh wie möglich zu erwischen, wenn man merkt, jetzt geht die Nierenfunktion langsam runter. Und dann weiß man auch aus den Daten, dass man durch eine konsequente Senkung und Behandlung des Blutzuckers, des Blutdrucks und auch
der Protein im Urinkonzentration, dass man das alles konstant unter, also behandelt und möglichst niedrig hält, ja. Und man kann in wenigen Fällen, hat man beobachtet, in dieser Phase, dass es dann sogar zu leichten Verbesserungen der Nierenfunktion kam. Aber eigentlich zielt es im Wesentlichen darauf hin, das Voranschreiten, die Progression des Nierenschadens so zu gestalten, dass, wenn man Glück hat, stirbt der Patient vorher an was anderem, um es mal auf den Punkt zu bringen. Mhm. Ja? Also eine Therapie, die das dauerhaft verbessert, ist weder in den Therapieleitlinien vorhanden und die repräsentieren ja bekanntlich den Stand der Forschung eigentlich. Also eigentlich haben wir nichts, außer dass wir die Risikofaktoren so gut wie möglich kontrollieren. Und da sind wir in der Lage gewesen, aufgrund des Studiums der alten Literatur mal wieder, man hat nämlich in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, hat man mal Versuche gemacht, was passiert denn, wenn man Patienten nimmt, man gibt ihnen eine Infusion und über diese Infusionsleitung pulst man das Insulin genauso, wie es die Bauchspeicheldrüse macht. Weil die Bauchspeicheldrüse gibt es in die Leber und dann ins arterielle Blut ab. Aber auch wenn man es intravenös gibt, kann man damit was erreichen. Das ist in der Literatur als die sogenannte pulsatile Insulintherapie bekannt. Und wir haben daraus die Therapie Restore, also Wiederherstellung, entwickelt, mit der man die Nierenerkrankung in der Regel anhalten kann beziehungsweise sogar verbessern kann. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie weit die Niere bereits vorgeschädigt ist, wenn wir mit der Therapie beginnen. Und worauf basiert das Ganze? Nun, es basiert tatsächlich darauf, dass diese Insulinsensitivität eben durch diese schnellen Wechsel der Konzentration physiologischerweise getriggert wird. Ja, und dass das eben nicht mehr so gut funktioniert, das dürfte auch der Grund sein, warum wir diese Schäden bei beiden Diabetestypen finden. Ja, und natürlich spielt der Zucker und die Zuckereinstellung auch eine große Rolle, aber sie ist nicht das allein entscheidende Kriterium, sondern es ist dieser Verlust der Insulinsensitivität der Kapillaren und der kleinsten Blutgefäße, die halt in den Organen dazu führen. Und wenn man das wieder macht, und da ist noch ein Potenzial da, dass die da noch drauf ansprechen können, dann kann man das tatsächlich wieder herbeiführen, dass die wieder empfindlicher werden und dadurch kann man tatsächlich die Funktion, jetzt in unserem Fall der Niere, wieder verbessern. Das klappt nicht nur bei der Niere. Ich habe ja schon mal eine Sendung gemacht über die erektile Dysfunktion. Und wenn die aus diesen Gründen entstanden ist bei dem Patienten, dann kann man die damit behandeln. Das geht tatsächlich, dass sie auch komplett wieder weggeht. Und hier bei der Nierenfunktion wissen wir, dass wir zumindest mal den Status quo erhalten können oder sogar wieder verbessern können. Und das haben wir auch nicht nur für uns so in den Therapien, die wir machen, gesehen und entwickelt. Das, aber vielleicht, bevor ich da auf die Studie, wir haben eine Studie gemacht, die zeige ich auch gleich noch. Ich möchte einfach nur zeigen, was bei Restore eigentlich passiert für den Patienten. Mhm. Ich meine, die Zuschauer wollen ja vielleicht wissen, was heißt das denn? Ja, das ist eine intravenöse Infusionstherapie. Da geben wir praktisch das, was die Bauchspeicheldrüse auch macht, nämlich alle 6 Minuten so eine Dosis von 2 bis 3 Einheiten Insulin ab. Die schwallt dann auch durch den Körper. Da das ziemlich stark den Blutzucker senken würde, kriegen die Patienten gleichzeitig auch eine Glukoseinfusion. Ja? Mhm. Und wir machen das in den ersten 2 bis 3 Monaten einmal pro Woche für 2 bis 3 Stunden. Ja? Und das Ganze geschieht immer unter ärztlicher Überwachung. Also ein Patient, der eine pulsatile Insulintherapie oder Restore bei uns bekommt, da ist immer ein Arzt dabei. Und was wir machen ist, wir fangen mal mit 3 von diesen Sitzungen innerhalb von einer Woche an, weil wir haben in unserer Studie gelernt, wenn der Patient nach diesen drei Sitzungen eine Verbesserung seiner Nierenparameter hat, die man ja gut messen kann, dann wissen wir, wird er dauerhaft auf die Therapie ansprechen. Mhm. Wir hatten in der Studie auch Patienten, da war die Niere einfach schon so massiv vorgeschädigt, dass wir auch durch die Therapie die Lebensgeister nicht mehr erwecken konnten. Wir haben die als Non-Responder bezeichnet, aber das sah man dann schon nach den ersten 3 Infusionen. Ja? In der Studie haben wir 10 Infusionen gegeben und dann ausgewertet, aber schon in den ersten 3 sieht man, ob die nachher darauf reagieren oder nicht. Wichtig ist, die Therapie ist in den 80er Jahren schon bereits das erste Mal beschrieben worden. Ein amerikanischer Arzt
hat die aus Düsseldorf, wo sie entdeckt wurde, mit nach Amerika genommen, weil es gibt eine Geschichte, warum die noch nicht so bekannt ist. Und die Geschichte ist, er hat dann dort Patente eingereicht. 23 Patente, was man alles damit behandeln kann. Jegliche Form von Spätschäden, den Diabetes selber, die Lebensumstände, Schlafstörungen, diabetisches Fußsyndrom. Man kann alles damit behandeln. Hat er alles patentiert, hat in Kalifornien eine Klinik aufgemacht, ja, und hat dann angefangen zu therapieren. Und er hat jeden verklagt, der außer ihm sich dieser Therapie genähert hat. Es gibt so ein paar, deswegen gibt es wenige Studien nur dazu. Ja, aber die Universität in Harvard hat mal Studien gemacht zum Thema Nierenerkrankung, Typ 1 Diabetes. Können wir durch eine pulsatile Insulintherapie die Progression aufhalten, also die Verschlimmerung? Das haben die gemacht, er hat sie verklagt, sie haben die Klage verloren. Die haben also gerade noch ihre Daten publiziert und haben dann die Forschung wieder eingestellt. Ja? Und das ging über 20 Jahre so. Und der Grund, warum wir das jetzt machen können, ist das schlicht und einfach, dass die Patente jetzt ausgelaufen sind. Ja? Aber der Kollege, ich nenne mal keinen Namen, hat in Kalifornien über 10.000 Patienten behandelt. Und weil jetzt die wissenschaftliche Datenlage nicht gegeben ist, haben die amerikanischen Versicherer im Jahr 2008 die Entscheidung gefällt, sie erstatten die Kosten nicht mehr. Ja? Also die Amerikaner haben gesagt, meinetwegen macht es, aber wir zahlen es nicht mehr. Aber es gibt keine Studien, woher sollen wir wissen, ob das wirkt oder nicht. Daraufhin hat der Arzt in Kalifornien den Staat Kalifornien verklagt und hat gesagt, hier, ich halte eure Staatsbediensteten von der Dialyse weg mit meiner Therapie. Das heißt, ich trage positiv zum Bruttosozialprodukt bei und verdammt nochmal, das will ich auch gern bezahlt haben. Und diesen Prozess hat er gewonnen. Ja? Sodass wir jetzt im Moment die Situation hatten, bis zum Jahr 2019, dass eigentlich auf der ganzen Welt nur in Kalifornien diese Therapie gemacht wurde, wo sie für Staatsbedienstete des Landes Kalifornien auch bezahlt wurde und die anderen Leute mussten es halt aus der eigenen Schatulle bezahlen. Und wir haben dann aber wissen, dass die Patente jetzt auslaufen, diese Therapie aufgegriffen und haben eine eigene Studie damit gemacht, über die ich gleich berichten werde und auch wie das bei uns sich darstellt. Ja? Also die Therapie ist auf jeden Fall sehr sicher, weil der Arzt hat halt Unmengen Patienten behandelt und hat also da auch keine großartigen Dinge gesehen. Ja? Und natürlich hat die Therapie mit dem Diabetes selber nichts zu tun. Es geht hier um die Spätschäden, um den Schaden möglichst zu begrenzen und man macht die Diabetes-Therapie einfach weiter. Man sollte berücksichtigen, dass wenn man die vaskuläre Insulinresistenz erfolgreich behandelt, auch die metabolische mitbehandelt wird. Das heißt, dass die Patienten, die zum Beispiel eine Insulintherapie haben, normalerweise, die machen die weiter, häufig aber mit viel niedrigeren Dosen, weil der Körper jetzt wieder viel besser aufs Insulin reagiert. Das haben wir auch schon festgestellt. Und bei Patienten mit Typ-2-Diabetes haben wir tatsächlich die Nierenfunktion verbessert. Das haben wir auch publiziert und das will ich hier kurz zeigen. Wir haben in der Studie, die wir selbst finanziert haben, also da gab es keine Pharmaindustrie, die uns unterstützt hat. Die haben da auch kein Interesse dran, weil wir nehmen Normalinsulin. Wir nehmen es in einer zugelassenen Indikation Diabetes und wir nehmen es in einer zugelassenen Applikationsart, nämlich intravenös. Ja, da verdient keiner was dran, außer dem Arzt, der die Patienten behandelt. Und der Patient verdient natürlich, wenn er das macht, dass er ein besseres Lebensführung hat dann, ja. Mhm. Also wir haben insgesamt 23 Patienten behandelt mit Typ-2-Diabetes, von denen vier nicht drauf angesprochen haben, das habe ich vorhin erwähnt, die hatten dann halt eben keine Wirkung mehr und wir konnten dann eine mittlere Verbesserung erzielen bei unseren Patienten um 20%. Bei einem hat es nur 3-4% gebracht, beim anderen aber 30-40%, also dazwischen schwankt halt aber. Insgesamt gab es eine Verbesserung und das ist eigentlich eine Sensation, dass das überhaupt möglich ist. Und ich möchte das gerne mal zeigen, was wir da an Daten hatten an einem Patienten. Ich gebe zu, das ist mein Star-Patient. Ja? Das ist der am allerbesten drauf reagiert hat. Der Patient war im Stadium 4 der Niereninsuffizienz, kam aus der Uniklinik und hatte dort gesagt bekommen, also aufgrund der Progredienz ihres Nierenversagens ist es besser, sie suchen sich jetzt schon mal eine Dialyseeinheit, ja? Damit sie dann auch direkt dann loslegen können, wenn das dann noch weiter runtergefallen ist. Man fängt in der Regel an, wenn die glomeruläre Filtrationsrate hier, also das, was die Niere innerhalb von einer Minute reinigen kann, so auf ungefähr 15 Milliliter noch abgefallen ist. Ja.
Dann fängt man damit an, das mit Dialyse zu behandeln. Jetzt war dieser Patient der Nachbar eines Arztes, der damals in meiner Klinik gearbeitet hat. Und der sagte zu ihm, nee, komm, bevor du da jetzt Dialyse machst, wir versuchen noch mal, ob wir das vielleicht behandeln können. Und dann haben wir ihn behandelt und hier oben ist die Anzahl unserer Sitzungen, die wir gemacht haben. Wir gucken hier über einen Zeitraum von etwa 3 Monaten und man sieht, dass er in der Anfangsphase auf sehr schön reagiert hat. Mhm. Wir haben also die GFR von 26 auf über 40 steigern können. Dann wollte er gerne Pause machen. Das war jetzt dann einmal alle 2 Wochen und da hat er dann gemeint, ach nee, also das ist mir jetzt doch zu anstrengend, ich würde gerne mal eine Pause machen. Da haben wir 6 Wochen Pause gemacht. Mit dem Ergebnis, jetzt in den 6 Wochen ist nichts passiert, wir sind aber auch nicht weitergekommen. Und dann sagte er, na, jetzt komme ich doch wieder, weil ich glaube, dass es doch insgesamt was helfen wird. Und dann haben wir eben weiter therapiert und siehe da, ja, wir haben noch weiteres erreicht. Ich bin ganz ehrlich, das ist ein Patient mit einem außergewöhnlich guten Ergebnis. Ja. Was wir aber in der Regel erreichen, ist, dass wir die Nierenfunktion halten können, und zwar über Jahre. Dieser Patient ist leider im Alter von 78 Jahren im letzten Jahr verstorben, aus anderen Gründen. Er hatte eine Herzinsuffizienz auch noch entwickelt, die wir dann leider dann nicht mehr behandeln konnten, auch nicht mit dieser Therapie. Aber er musste in diesen 4 Jahren nicht an die Dialyse. Er kam regelmäßig alle 1 bis 2 Wochen in unsere Einrichtung. Wir haben diese Therapie durchgeführt, dauert ungefähr 3 bis 4 Stunden. Und es hat ihm sicherlich eine Lebensqualität gegeben, die er sonst nicht gehabt hätte. Natürlich können auch wir nicht verhindern, dass die tödlichste Krankheit nun mal das Leben ist. Irgendwann ist es zu Ende. Aber ich denke, wir haben ihm zumindest eine gute Lebensqualität geben können. Also das ist machbar mit dieser Therapie. Leider sind wir im Moment die Einzigen in Deutschland beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, die durchführen. Aber ich habe jetzt schon aufgrund auch einer früheren Sendung mehrere Kollegen, die sich gemeldet haben in ganz anderen Regionen der Republik, dass sie das auch lernen möchten. Ich werde es ihnen beibringen. Ja, ich habe gar keinen Grund, dass ich der Einzige sein sollte, der das kann. Und wenn sie es dann drauf haben, dann wird es einfach möglich sein, dass man auch in anderen Regionen das machen kann. Weil hier braucht man halt eine gewisse räumliche Nähe, um einfach diese Therapie regelmäßig durchführen zu können. Aber ich denke, es ist eine andere Hausnummer, ob man einmal alle 2 Wochen für eine Infusionstherapie in eine Einrichtung geht oder 3-mal in der Woche an die Dialyse, wo man ja auch ganz andere Infusionsbedingungen hat. Bei der Dialyse braucht man ja sehr dicke Kanülen und solche Dinge. Ja, also zusammenfassend möchte ich sagen, dass wenn ein Patient an einer diabetischen Nierenerkrankung erkrankt ist, dann kann der Versuch unternommen werden, durch eine Restore-Behandlung eine Verbesserung der Nierenfunktion zu erzielen. Das haben wir dann auch tatsächlich in einer Studie zeigen können. Wir machen zu Beginn 3 Behandlungen innerhalb von 3 bis 5 Tagen, um eben das Ansprechen auf die Therapie zu überprüfen, auch um den Patienten zu beraten, macht es Sinn, dass wir das weitermachen oder eben nicht, ja. Und wenn der Patient auf die Therapie anspricht, dann können die weiteren Behandlungen hinsichtlich Zeit und Häufigkeit geplant werden. Wir sind im Moment im Aufbruch, dass wir anderen Leuten das beibringen, sodass die Patienten dann hoffentlich auch in der Nähe ihres Wohnortes behandelt werden können. Mhm. Und in einer klinischen Studie und in der praktischen Therapie, wir machen das ja jetzt auch schon seit 4 Jahren, konnten messbare Verbesserungen der Nierenfunktion beobachtet. Hier ist das Schöne, dass wir uns nicht auf irgendwelche Symptome des Patienten oder seine Eindrücke verlassen können, sondern wir haben knallharte Zahlen. Wir haben den Kreatininwert, wir haben die die glomeruläre Infiltrationsrate, wir haben die Albuminausscheidung im Urin als Hinweise darauf, was wir mit dieser Therapie erreichen. Da sind wir auch sehr froh drüber, weil dadurch brauchen wir uns keiner Kritik auszusetzen, weil das Therapieverfahren ist halt auch sehr aufwendig. Das darf man nicht vergessen. Es ist nicht für jede Praxis geeignet, leider. Man muss auch wissen, wie es geht, damit man da keine Fehler macht. Nebenwirkungen, außer dass es mal zu Krämpfen, Muskelkrämpfen kommt, haben wir nicht gesehen. Die können wir aber behandeln. Und ich hoffe, dass auch vielleicht diese Sendung dazu beiträgt, dass das einfach bekannter wird, dass man die Niere behandeln kann. Jo, seit mehreren Jahren in unserer Praxis behandelten Patienten, da bin ich stolz zu sagen, keiner von denen musste bisher an die Dialyse. Ob das jemals passiert, wissen die Götter. Ja, aber bisher zeigen die keine Anzeichen dafür. Wow, Gratulation. Das war's. Super großartig. Danke herzlich.
Und auch wieder erstaunlich, dass irgendwelche Patente letztendlich auch verhindern, dass sich sowas schon vor 20, 30 Jahren hätte verbreiten können. Ja. Einfach, weil es wieder ums Geld geht, ums Kommerzielle und nicht nur zum Wohle des Patienten. Echt traurig. Danke, ganz herzlich. Ja, Professor gerne. Dr. Andreas Pfützner war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und das war eigentlich das Ziel der Sendung, einfach auch mal zu vermitteln, dass wir selbst für die Niere was machen können. Insbesondere dann, wenn es absehbar ist, dass bei einem Diabetiker eben mit einer Wahrscheinlichkeit von 40-50% doch die Nierenproblematik aufkommt und da letztendlich eben auch zu solchen Spätfolgen führen kann. In diesem Sinne hoffe ich auf eine Sensibilität zu diesem Thema und vielleicht eben auch ein wachsames Auge dazu, dass man etwas tun kann. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte vergessen Sie nicht, hier oben den Kanal auch zu abonnieren, denn hier können Sie alle Sendungen auch werbefrei anschauen, aber auch unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, das dient uns nämlich auch sehr. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt an Sendungen, die Sie sicher auch interessieren könnte. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.